ist der Gusor wieder. Nächste Folge, neues Glück. Und hier möchte ich euch das einfach nochmal kurz zeigen. Für die, die es eben eventuell selber noch nicht gemacht haben, der wird hier garantiert Tesla und sowas haben oder irgendwelche wow, okay, oder nicht. Dann geben wir hier jetzt mal richtig schön Gas. Hier seht ihr wirklich, dass die Kobolde halt direkt aufs Rathaus gehen. Und das ist halt ein Witz. Das ist halt echt ein Witz. Das heißt also wirklich, die Kobolde eben am Start haben und dann Town Hall draußen sehen. Rauf damit, rauf damit. Und nochmal rauf damit. So, zack, der hatte natürlich jetzt leider so gut wie gar nichts Dunkles. Plus, ich wollte euch das einfach mal geben. CW, CW, achso, ja, okay, da kann ich leider nicht spenden, wenn ich halt nicht im CW mit dabei bin. Finde ich auch, naja, obwohl es ist gerecht. Es ist gerecht, ich kann es schon verstehen. Hier gleich nochmal so einen schönen, netten, ja, war klar, aber egal. Weil die sind halt wirklich so flink dabei, weil es halt eben als Lager gilt. Da sind die halt einfach mal dabei und dann ist das hier auseinander. Und dann sagt man auch mal, okay, tschüss Mauer und fertig, hallo. Das ist halt mega geil. Ich sehe das gerade, guckt mal hier. Oh ja, schön abgegrast alles, die zumindest. Und dann aber hier schön die Mine und die Mine nicht. Und dann sehe ich hier den, das ist gar nicht so verkehrt hier. Ich meine, okay, die ist nicht gemaxt, aber die anderen sind auch nicht gemaxt gewesen. Aber ist schon gar nicht so unschlecht. Ja, passt. Okay. Und wie gesagt, ist ja wieder so, Kleinvieh macht auch Mist. Und we got a Sterne-Bonus. Warum denn auch nicht? Dann können wir natürlich jetzt wirklich mal das Geheimnis lüften hier. Wir können unter die Decke schauen. Und wir haben nur noch 1, 2. Ne, das, was willst du mehr? Nee, Blödsinn. Doch, 1, 2. 1, 1 noch was. Das ist cool. Queen pennt. King hat auch verkackt. Egal, Junge. Wir gönnen uns. Weiter geht's. Hier. Ja, komm. Hau die Truppen raus. Jetzt habe ich wieder gewechselt auf Barge. Weil ich mir gesagt habe, gut, okay, komm. Ist eventuell doch ein bisschen effektiver jetzt. Dass man halt wirklich die gesamten dunklen Bohrer, wenn die halt eben drinnen stehen, dass man die halt eben nochmal mit den Pfeilen hinbekommt. Und dann ist das okay. Wow, der hat geiles Gold. Auf jeden Fall die beiden Sachen. Aber, naja, recht. Wie gesagt, ich will erstmal wirklich das Dunkle hier klar machen und dann passt das. Auch nein. Ah, sehr nett. Ah, ne, echt nett. Echt nett auf jeden Fall. Da gucken wir mal, da gucken wir mal und da gucken wir mal. Und dann gucken wir hier nochmal. Also wirklich, der Loot ist nicht verkehrt. Also man kann jetzt echt nicht sagen irgendwie, das läuft hier gar nicht oder so. Also das ist nicht der Fall. Weil sonst, ich meine, der Gegner war jetzt auch nicht der Mega-Rupper, aber wie gesagt, muss man denn immer die, ich sag mal, 300k Aufwärtsdinger haben von beidem? Klar, es ist geil, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wenn ich hier mir das nach und nach so ein bisschen erschleichen kann, dann geht das auch. Also das ist jetzt nicht so wild. Und hier bei dem sieht er zum Beispiel wieder, das bisschen hier, dieser Pupsanteil, der ist nur im Rathaus, weil natürlich die ganzen Minen und Sammler voll waren. Und in den Lagern selber, ja, so viel dazu, im Rathaus gar nichts, der Rest ist noch im Lager. Aber ist halt so, wenn man natürlich dann wiederum alles andere, also sprich die Lager voll hat und nicht die Minen und Sammler, dann sieht das ganz anders aus, dann kann man auch aufs Rathaus gehen. Aber hier war das sonst vollkommen egal. Noch ein Drago, egal, komm. Wir gönnen dir. Wenn du den gerne hast, dann darfst du den gerne benutzen. Bin ich ja nicht so. Wie gesagt, sonst bin ich ja eher so der nicht viel Spender, sag ich mal. Und wenn ich dann halt eben online bin, dann kann man da auch mal den Gönner raushängen lassen, auf jeden Fall. So, achso, ja, na, wir sind schon wieder bei einer Mauer. Und jetzt ist die Queen gleich fertig. Jetzt ist die Queen gleich richtig ready. Und die haue ich dann auch wirklich gleich pennen. Die haue ich definitiv gleich pennen. Dann wird das Video geschnitten, was ihr gestern schon oder vorgestern, wie auch immer, gesehen habt. Dass ihr das nämlich noch relativ zeitnah rausbekommt. In eure kleinen Augen. Das und das sollte das schon machen, aber ich will noch mehr. Obwohl das schon echt nicht schlecht war. Fällt mir gerade auf. Das war schon gar nicht so von the bad Eltern. Bad Parents. Hier könnte man noch ein Achievement mitnehmen.
Auch nicht so verkehrt. Ist natürlich für ihn gut, er macht jetzt einfach nichts und kriegt natürlich dann trotzdem, ja, bin ich ein Arsch? Ja, ich bin ein Arsch. kriegt natürlich trotzdem da seine Pluspunkte, ganz klar. Und wie gesagt, den hier brauche ich gar nicht irgendwie weiter angreifen. Da gibt es nichts. Aber ich habe halt immerhin jetzt in Inferno noch mitgenommen. Gold 2 passt easy going. Komm. Das letzte bisschen hier. Den letzten Bohrer noch schnell. Und dann erstmal schön schneiden. Hier, nee. Nee, ich will es nicht so ganz knapp machen. Kommt. Versteckt nicht eure Bohrer. Sie sind für mich bestimmt. Auch sehr geiler Loot wieder. Echt nice. So, sollte außerhalb der Range vom Minenwerfer sein, ganz genau. Und dann nehme ich hier halt wirklich, weil ich jetzt nicht volle Truppen habe, nur hier so ein bisschen. Schwuppdiwupp. Und ich hätte gern die hier auch noch. Das hätte ich schon noch gerne. Och, meine Nase juckt, Alter. Das geht gar nicht, Alter. Unschön, Junge, unschön. Ja. Und hier geben wir natürlich dann auch noch mal ein bisschen Gas. Ich meine, man könnte jetzt wirklich auf seine CB noch mal hoffen. Zumal die jetzt eh alle aktiv sind. Aber ich hau die CB jetzt nicht weg. Einwandfrei passt. Ist doch in Ordnung. Was will man denn mehr? Alles easy. Ich habe meine Queen. Und dann ist das gut. Gucken wir gleich nochmal in Angriff rein. Queenie, du darfst dich hinlegen. 150. Ja, Schub beenden. Klar, das ist jetzt nun nicht wirklich wild. Und dann ist das schön. Und hier gucken wir mal, was wir uns hier für eine Mauer gönnen. Ich würde mal sagen, die kommt hier jetzt ran. Und dann nochmal kurz ein Mauer-Update. Layout anpassen, alles löschen. 195 Mauern. Und dann ja natürlich jetzt die Helden maxed. Und was heißt das jetzt? Das heißt nicht, oh naja, jetzt sitzt du da und hast halt ewig viel dunkles Elixier am Start. Nee. Sondern das wird halt wirklich jetzt für Truppen rausgehauen, dass man halt wirklich irgendwie Gova, Vivi oder wie auch immer, irgendwas halt schön gucken kann, läuft das nicht, funktioniert das, dass man schön spenden kann, logischerweise auch. Dafür ist das halt da. Das ist nicht so, dass ich sage, oh Mist, jetzt habe ich hier so viel und sitze rum. Nee, nee, keine Sorge. Also die nächsten Videos kommen dann eben schön mit dunklen Truppen und so weiter und so fort. Das war's von mir erstmal. Achso, nee, nee. Wir haben noch hier noch, gucken wir mal, Zickzack. Der wird bestimmt mit Only Dragos angreifen, ganz genau. Machen wir ein bisschen faster. Hier geht es natürlich dann um die Wurst. Also das ist halt nicht so, ja, okay. Sondern er ist halt Meister 2. Ist natürlich mit seiner, gucken wir gleich nochmal rein, mit seiner Base halt dann auch schon eine gute Leistung. Aber war natürlich ziemlich doof von dem Gegner halt, dass der halt wirklich zwei Luftabwehren zeitgleich eben geupgradet hat. Aber das kennt ihr ja, das sind ja diese Top-Fails, die ich mal in den Videos gebracht habe. Und dann ist das halt so. Der hat gar nicht meine CB gehabt. Ich hätte ja gedacht, dass er hier noch den Drago von mir am Start hat, aber nein, dem ist nicht so. Aber hat er hier schön abgeliefert. Sogar komplett ohne King, aber ich denke mal, den wird er auch noch gezündet haben. Den wird er noch rausgeholt haben, denke ich mal. Oder hat er sich den für den letzten Kampf. Ja, genau, dass er da halt nochmal ein paar Prozente gemacht hat. Und dann halt nochmal ein bisschen mehr Bonus kassiert hat. Genau. Das, was geht, soll man doch mitnehmen. Warum denn nicht? Einwandfrei. So, gucken wir mal. Alexander. Riesen halt wieder vor. Und alles andere dann hinten ran. Und guck mal hier, der hat schon richtig in die Fresse gekriegt. Also ganz ehrlich, der Riese hat richtig aufs Maul bekommen.
Ich wollte gerade sagen, da hätten ja theoretisch die Bogies außen auch wirklich gereicht, oder? Das wäre doch mit der Range vom Bogieturm fast noch was geworden, oder? Wenn du die jetzt ohne droppst. Die Bogies hätten noch was früher kommen können. Auf jeden Fall. Aber nicht wer da wild. Passt schon. Aber wie gesagt, ich bin fast der Meinung, das müsste noch gerade so außerhalb der Reichweite der Bogietürme gewesen sein. Und da dann noch schön das Town Hall weggerotzt. Klar, mit der 31er Queen läuft das. Da ist halt natürlich gar kein Thema. Inferno leer gemacht. Sehr geil, sieht man sehr gerne. Das finde ich immer cool, dass man gerade diesen Moment abgepasst hat. Das soll es jetzt aber echt gewesen sein zur Dev-Bitte. Nee, habe ich leider nicht. Das war es erstmal. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.